Oh mein Gott, wie ich es liebe, abgeworfen zu werden. Egal, willkommen zu. Zu einer neuen Folge mit Red Fusion. Nachdem ich mir gestern den Arm hier zu Tode geklickt habe. Geht's jetzt weiter? Halt. Ganz der Boss gestern war beschissen. Und glaubt mir, ich hab's noch mehr bereut. Also die Aufnahme gestern. Okay, das war das hier. Nachdem ich gestern mir danach noch gedacht habe, komm, ich spiele jetzt Zelda Skyward Sword. Das war kein Spaß. Ich musste nämlich zum zweiten Mal gegen den Gefangenen kämpfen. War das ein spaßiger Kampf? Ja. Aber den habe ich zum Glück im zweiten Try geschafft nebenbei, falls es euch interessiert. Ja. Come on. Was gegangen, wo wir genau hin müssen? Ich glaube, wir müssen wieder zurück in den Raum oben. Wenn ich mich nicht irre. Wie es weitergeht. Da muss auch der Regenerator, also Heilung wird schon mal kein Problem sein. War schon mal dich danach. Wie ich sehe, sind es auf einen abtrünnigen Wachroboter gestoßen. Sie dürfen mich zerstören, falls sie ihm erneut begegnen. Ihre Sicherheit genießt höchste Priorität. Nun zu ihren Anweisungen. Die eben zwei Sperre ist gelöst. Also sind die Sektoren 5 und 6 zugänglich. Daher müssen wir wohl davon ausgehen, dass auch die X mittlerweile in diesen Sektoren eingedrungen sind. Sie lassen sich nicht so leicht aufhalten, wie wir zunächst annahmen. Die Temperatur im Sektor 5 Arc liegt weit unter Null. Sind aufgrund der Nebeneffekte des Serums immer noch sehr kälteempfindlich. Daher ist das Klima dieses Sektors lebensbedrohlich für sie. Weilen sie Sektor 5 bis aufs Weiteres. In der Zwischenzeit arbeitet das HQ an Daten, die ihren Anzug in extremen Temperaturen widerstandsfähig werden lassen. Sobald wir die Daten erhalten, stehen sie zum Download zur Verfügung. Aber die X haben alle Datenräume vernichtet, die sie bisher benutzt haben. Ich habe keinerlei Zweifel mehr, dass sie zu zielgerichtetem, intelligentem Denken fähig sind. Sie müssen den Datenraum im nächtlichen Re Lebensraum von Sektor 6 Nock benutzen. Geben Sie sich Sektor 6 und suchen Sie da das Navigationsterminal auf. Sind die Anweisungen klar? Ja. Hätte nicht gedacht, dass es so ein Sektor-Switchen gibt. Und dann gehen wir von Sektor Pyra weg. Auf. Ich würde sagen, warum können wir nicht die benutzen, die wir schon benutzt haben, die wurden doch zerstört. In Dispatch. Schöpft Samus bereits irgendeinen Verdacht? Nein, ich denke nicht. Gut. Behalte sie im Auge. Positiv, Ende.
Okay, was ist mit dem falsch? Wollen wir uns kurz Sektor 5 ansehen, damit wir mal drin waren? So, wir waren kurz in Sektor 5 drin. Komm, das spielen wir mal ein bisschen ab. Das war gerade cool, dass ich so Speed aufbauen konnte. Über 10 Räume oder so. So, Nock, also hier wird es dunkel sein. Yay. Die Warrior Suit-Daten vom HQ sind eingetroffen und stehen zum Download bereit. Begeben Sie sich zum nächstgelegenen Datenraum. Es gibt jedoch ein Problem. X aus dem arktischen Sektor Ark halten sich mittlerweile in Sektor 6 Nock auf und sie haben sich durch die Kälte verändert. Der Kontakt mit ihnen versetzt ihren gesamten Körper in einen Frostzustand. Dies scheint mir eine gezielte Angriffstaktik zu sein. Nach dem Download der Virus Suit Daten ist dieses Risiko ausgeräumt. Dann ist der äußerste Vorsicht geboten. Der Nock-Datenraum befindet sich hier, vergessen Sie nicht. Vermeiden Sie den physischen Kontakt mit den blauen X. Nutzen Sie Ihren Beam, um blau X kurzzeitig zu betäuben. Sind die Anweisungen klar? Ja. Halten Sie die Augen offen. Die X haben sozusagen die Jagd auf Sie eröffnet, Samus. In diesem Bereich ist es stockfinster. Dringen Sie also mit äußerster Vorsicht vor. So, ich bin ganz geheilt, also werden wir den Regenerator nicht brauchen. Mann, ich drücke 10 Mal auf oben schießen, was macht sie? Sie schießt geradeaus. So haben wir hier. Okay, ich komme da nicht ran. Was blöd ist. Oh, wait, anscheinend gibt es hier irgendwie. Aha. Jetzt sei Container erhalten. Zum Glück wurde es auf der Karte markiert. By the way, hatten wir vor 2 fast nicht irgendwie die Hälfte von der aktuellen Missile-Anzahl. So, also wir waren doch bei 35 oder so. Ja, blaue X. Das ist dann die kurz. So, hier ist eine Sackgasse. Okay, nein, der Raum ist Selbstmord.
Der auch. So, ja, gehen wir noch weiter runter, würde ich sagen. Scheiße, war der da drin versteckt? Hier könnte ich nicht meine Saves jetzt ein bisschen besser setzen? Okay, es ist nicht in jedem ein blaues X drin. Scheiße. Schnell rein. Hat er mich nur ernsthaft noch getroffen? Safe-Punkt. Oh, danke. Okay, also auf den richtigen Weg bin ich definitiv. Ich weiß gar nicht, ob der Warrior Suit gegen die Blau nichts hilft. Wie viel Schaden hat der allen Ernstes 69 Schaden gemacht? Danke. Okay, sind das doch mal andere Arten von Super Missiles? Immer wieder eine Freude, diese andere Samus zu sehen. So, das sind die. Kampf können wir gegen sie vermeiden. Scheiße, schnell weg! Oh, habe ich gerade richtig viel Schaden gegen sie genommen. Sie hatte einen Ice Beam, hat sie mich damit eingefriert, dann hat sie noch irgendeinen anderen Christen-Shit gemacht. Wir sind aber bald da. Bald haben wir den Warrior Suit. Das sind so ziemlich meine Lieblingsgegner hier. Die nerven nicht. Okay, das ist schon ein bisschen sass. Oh mein Gott, der One-Hitted mittlerweile. Also meine Mist ist One-Hit. Ey!
Der letzte Datenraum wurde zerstört. Also der letzte, von dem wir jetzt wissen, ne? Ach, come on. Nur 20 Schaden. Ich schneide mal wieder kurz. Bis gleich. Also darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. Man muss das einfach mit dem Charge-Beam machen. Konnte ich ja ganz genau wissen vorher. Der hat das. Dadurch, dass der nur 20 Schaden macht, pro Treffer, was sowieso selten ist bei einem Metroid Fusion Gegner. Scheiße, jetzt kommt die Phase. Komm mal, jetzt fängt die Scheiße wieder an. Der kann mich auch mal kreuzweise, ganz ehrlich. Ich hasse diesen Boss. Ich hasse Bosse in Metroid Fusion. Dann habe ich auch noch so Mücken um mich herum, die mich so richtig abfacken. Weil die es können. Meine Fresse, regt mich das alles gerade auf. Ich hab doch geschossen. Hab mich nicht mal vorgehalten. Ey, diese Scheißmücken. Warrior Suit. Scheiße Sommer, ganz ehrlich, immer diese Drecksmücken.
ich sehe jetzt aus wie Kotze. Geil. Oh mein Gott, die heilen. Oh mein Gott. Der Warrior Suit ist richtig geil. Kann ich in diese ganzen Räume jetzt gehen? Ha. Also entweder müssen wir jetzt in Sektor 3 weitermachen. Oder in Sektor... Wie heißt Sektor... 5? Ne, 6. 5, sorry, 5. Oder in Sektor 5. Hä, flüchten die jetzt? Lol, die flüchten jetzt, weil die wissen, dass die mich heilen. Ach, come on. Noch ein Missile-Container, zwei Stück an einem Ort, nice. Meine Fresse. Okay, was ist das? Ja, das okay, dafür war das hier gedacht. Interessant. Jetzt kann ich hier hoch. Okay, die wissen es noch nicht. Ich finde das voll cool programmiert. Wird auf dem Shutdown zu treffen. Okay, die Personen auch schon zu flüchten mittlerweile. Stimmt, ich kann ja immer noch paralysieren. Okay, das hier hat einfach gar keinen Grund. So, was ist im oberen Raum? Okay, einen. Oh mein Gott. Ein Fake-Missile-Container.